vortragen will. Deswegen bitte ich mit einem donnernden Applaus auf die Bühne hier auf unserem gemütlichen Tisch. Nein, Else. Else ist immer da, wenn man sie nicht braucht. Gott, diese Frau ist so alt, die kann sich an ihre Jugend nur noch in Schwarz-Weiß erinnern. Nein, jetzt kommt ein Urgestein und nicht Else, das wäre ein Uraltgestein. Jetzt kommt nämlich für euch, ich bitte um einen tosenden Applaus, Helmut! Ständer. Och Marco, ich kann so nicht arbeiten. Gib mir meinen Ständer. Ja, aber sonst hört man dich doch nicht. Herr Störk, Helmut, könnten Sie für mich ein kaltes Licht machen? Ein kaltes Licht? Das ist mir zu warm hier. So? Kaltes, nein, das ist zu dunkel. Ja, etwas heller. Für ein etwas helles, noch kaltes Licht. Ein schneeiges so. Licht. So. Ein schneeiges Licht. Ja. Denn ich muss Ihnen jetzt etwas vorher sagen. Ich trage Ihnen jetzt ein Weihnachtsgedicht vor, was eigentlich gar keins ist. Und bitte nicht lachen, das ist eine sehr ernste Geschichte. Ich habe vor 3 Jahren ungefähr, war ich sehr krank gewesen und ich habe mich von aller Welt abgeschottet. Und da, weil ich das einfach nicht mehr konnte, da habe ich dieses Gedicht geschrieben. Fragen zur Weihnachtszeit. Wo bist du? Wo bin ich? Wo seid ihr? Weihnacht? Wo kann ich dich finden? Wo soll ich hin? Wo finde ich euch? Weihnacht? Bist du mir fremd? Bin ich dir fremd? Seid ihr mir fremd? Weihnacht? Bist du in den Wolken? Bin ich in einem tiefen Loch? Seid ihr überhaupt in dieser Welt? Weihnacht.